So, herzlich willkommen zu einem kleinen Tutorial. Und zwar möchte ich euch heute zeigen, wie ihr für das Spiel The Sims 3 Custom Content installieren könnt. Und zwar geht ihr hier auf diese Seite www.thesimsresource.com. Den Link werde ich auch nochmal in die Beschreibung packen und vielleicht auch noch ein, zwei andere Download-Seiten. Dann geht hier um auf Downloads. Sims 3 und klickt zum Beispiel auf Hair, wenn ihr jetzt zwar schöne Haare downloaden wollt. Dann sucht euch hier etwas raus, was euch gefällt. Ich nehme gleich mal das hier. So, dann klickt ihr hier, also nicht hier, auf gar keinen Fall hier, weil hier kommt ihr auf irgendeinen Müll, ich weiß auch nicht, was das ist, irgendeine Werbung halt. Hier auf diesen Download-Link. Klickt da drauf und wartet 10 Sekunden. Das ist halt, früher war diese Seite halt auch für Subscriber und sowas halt und jetzt sind halt alle Downloads kostenlos. So, und dann klickt ihr auf Start Download. Dann Datei speichern. Okay. Also es gibt zwei Methoden. Ihr könnt dann auch gleich gehen auf Sims 3 Starter Application, aber ich mache das lieber so. Dann geht ihr auf Start, Dokumente, Electronic Arts, The Sims 3 und Downloads. Dann geht ihr auf Alle Downloads anzeigen, geht wieder in diesen Ordner und zieht die Datei hier rein. Dann könnt ihr das beides wieder schließen. Dann startet ihr die Sims 3. Es kann sein, dass ich mich hier gleich kurz anmelden muss. Das dauert jetzt kurz. Offline gehen. Okay, ich weiß nicht, was er jetzt macht, ob jetzt. Ja. So. Dann muss ich kurz warten, bis also dann muss man kurz warten, bis Sims sich öffnet. Es dauert immer ein bisschen. Ach ja, Sims, zeige deine wahre Gestalt. Los. Sims braucht heute mal wieder ewig. So, da kommst du schon nicht. Mal hier unten das Origin schließen, das ist aber nicht mehr im Aufnahmefenster drin. Meine Taskbar unten. So. Dann, wenn das mal laden würde. Hallo Sims. Also man klickt auf Downloads. Nein. Okay. Klickt auf Downloads. Das dauert jetzt kurz, weil ich ziemlich viele Sachen gedownloadet habe. Also dann sucht man sich das raus, was man eben gerade runtergeladen hat. Das kann jetzt kurz dauern, bis ich das Ganze finde. Hier. Wählt es aus und klickt hier auf den Installieren-Button. So. Dann öffnet sich so ein Fenster. Das dauert jetzt kurz, bis es geladen hat. Ich muss kurz hier auf Fortfahren klicken, weil ich halt was installiert habe, was gerade Sims nicht so gut passt. So, und dann werde ich jetzt mal diesen Ladebalken überspringen. Das heißt, wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich auch schon wieder. Es ist jetzt hier alles fertig. Steht hier auch. Hairstyle, F-Adult, bla 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 bla. Erfolg, fertig. Dann klickt man hier auf OK. Und schon ist der Custom Content installiert.
So, und bis zum nächsten Mal.